Mein Name ist Lavinia Jonika. Ich grüße Sie ganz herzlich zu unserer letzten Session heute im Grundlagenkurs Digitalisierungsstrategien in Studium und Lehre. Wir haben das Thema Lehrende erfolgreich qualifizieren. Der Kreis ist fast vollständig. Das ist die letzte Session, nachdem wir uns in der letzten Session mit Unterstützungsstrukturen beschäftigt haben, fehlt noch ein Thema und das ist das Thema Qualifizierung. Wie können Lehrende erfolgreich weiterqualifiziert werden? Und das ist unsere abschließende Sitzung. Und wir freuen uns sehr, dass wir dafür Julius Ottmar gewinnen konnten. Er ist seit 2015 Leiter des Projekts Projekthaus und an der Technischen Universität Braunschweig. Er war auch Koordinator der Peer-to-Peer-Strategieberatung an der TU Braunschweig und ist auch als Peer im Hochschulforum Digitalisierung tätig. Ich habe einen kleinen Impuls in drei Teilen. Als erstes verschiedene Perspektiven, die für uns an der TU bei der Frage, was sind eigentlich unsere Rahmen für Qualifizierung, relevant sind. Dann habe ich im zweiten Teil ein paar Ideen, die wir in der Qualifizierung umsetzen und ganz zum Schluss ein paar Learnings, die wir für uns gezogen haben. Was mir wichtig ist, ist, dass das Ganze ein Work in Progress ist. Das heißt, es verschiebt sich bei uns von Jahr zu Jahr. Ich hoffe, dass das vielleicht für den einen oder anderen von Ihnen ein bisschen Impuls sein kann. Das hat in keiner Weise aber Anspruch auf Allgemeingültigkeit, sondern das ist was für uns gut funktioniert und was ich auch sehr gerne im Anschluss dann mit Ihnen kritisch diskutieren möchte. Ich starte mit den Perspektiven. Der Wissenschaftsrat hat 2017 geschrieben, Hochschulen sind Orte des Lernens und wir haben uns ganz stark gefragt, was bedeutet das Ort sein, was heißt das für uns, ein Lernort zu sein. Sie haben das an anderen Stellen, gerade im Kapitel zur Innovation, in dem Vortrag nochmal stark gehabt, wie man Innovationsorte gestalten kann. Für uns war dieser Ortsgedanke bei Qualifizierung sehr wichtig. Was Sie hier sehen, ist 70-20-10. Das ist wahrscheinlich sehr vielen von Ihnen bekannt. Das ist eine Überlegung zur Frage, was lerne ich eigentlich wann, in welchen Kontexten. Die grundsätzliche Idee ist, hier zu sagen, dass 10% des Lernens, was man für die Arbeit braucht, in formellen Weiterbildungskontexten passiert, 20% des Lernens über den Austausch mit Peers und im Gruppenlernen und 70% ist Lernen on the job, in der Erfahrung und der Bewältigung von Aufgaben in der Arbeit. Das heißt, die Bedeutung von formalen Weiterbildungssettings ist hier sehr klein. Das Ganze ist natürlich nicht ganz hart zu sehen, sondern ist vor allen Dingen eine Denkfigur, die auch zu kritisieren ist, weil es nicht funktioniert, dass man nur diese 70% sagt, das Lernen funktioniert an sich, sondern das braucht, damit diese Konstruktion klappen kann, Rahmung. Da gehe ich später nochmal drauf ein. Die Folie hier ist ein Blick auf Hochschulen als Organisationseinheit. Uns ging es darum zu sagen, dass das kein homogener Raum ist, sondern wir eigentlich drei Räume haben, die vor allen Dingen in der Frage der Innovationsfähigkeit und der Wandlungsbereitschaft ganz unterschiedlich sind. Forschung als der klassische Innovationsraum, der sehr frei ist und der darauf angelegt ist, dass neue Ideen entstehen und ausgetestet werden auf der einen Seite und der Verwaltungsraum als bürokratisierter, formalisierter auf der anderen Seite und Lehre steht in vielen Teilen dazwischen. Wir haben viele Freiheitsgrade in der Lehre, auf der anderen Seite aber harte rechtliche Einschränkungen, Begrenzungen durch curriculare Strukturen und damit mittlere Freiheitsgrade und mittlere Organisationsgrade. Ein weiterer Blick auf Hochschulen ist, Hochschulen als lose gekoppelte Systeme
zu verstehen. Im Unterschied zu Unternehmen haben wir in Hochschulen viele Einheiten, die in vielen Punkten sehr autonom sind. Wenn Sie auf Fakultäten gucken, die haben eigene Budgetierung, die haben eigene strategische Ziele, und wir haben mehrere Systeme in einer Hochschule, die nicht zwingend in die gleiche Richtung denken oder auch gehen müssen. Wir haben weiterhin bei Hochschulen als Expertinnenorganisation einen Weg der Professionalisierung über Fachkulturen. Das heißt, die Art und Weise, wie ich meine Karriere vorantreibe, gerade im akademischen Raum, ist geprägt durch Regeln, die über Fachcommunities entstehen. Das heißt, ich mache meine Karriere nicht in meiner eigenen Universität, sondern ich richte mich an den Fachcommunities aus, bei der Frage, wie publiziere ich, wie forsche ich und eben auch, wie lehre ich und welche Lehrsettings sind angebracht und sind akzeptiert und sind auch tradiert. Und da habe ich dann innerhalb einer Hochschule mehrere dieser Fachkulturen, die gegebenenfalls auch gegenläufig sein können. Mit einem Blick auf Lehre ist Lehre über die Freiheit von Lehre und Forschung erstmal was Individuelles. Ich habe zwar den Rahmen curricularer Strukturen und Module, die ich als Lehrender bedienen muss. Die Art und Weise, wie ich lehre, ist aber erstmal meine persönliche Angelegenheit und wurde lange auch als solche behandelt. Das heißt, der Diskurs um Vernetzung, um Austausch in der Lehre ist einer, der erst über Lehr-Lern-Kulturen etabliert werden muss. Es gibt ältere Texte, die sowas wie Lehrbesuche noch oder bei Interviews zu Lehrbesuchen das beschreiben als das Empfinden von Übergriffigkeit, wenn andere Professorinnen mit in meiner Vorlesung sitzen und das dann bewerten. Also diese Peer-to-Peer- und Feedback-Kultur ist eine, die nicht zwingend etabliert ist oder in dem System Lehre angelegt ist. Gleichzeitig ist Lehre Entwicklungsarbeit, und das wissen Sie alle, dass es in der Lehrentwicklung viele Personen gibt, die an der gleichen Lehre mitbeteiligt sind. Das ist innerhalb einer Einrichtung sind es die Professoren, die wissenschaftlichen Mitarbeitenden, die Hilfskräfte und gleichzeitig auch die Vernetzung zu Lehrmaterialien, die als OER oder auf anderen Wegen weitergegeben und geteilt werden. Da haben wir eine Kultur des Teilens auf Materialebene. Und die letzte Perspektive ist die, Lehrinnovation als Hilfsinstrument zu benutzen. Das heißt, wenn ich im Folgenden von Lehrinnovation spreche, geht es uns nicht darum zu sagen, wir betreiben der Innovation wegen, sondern Innovation ist immer mit einem Zweck aufgeladen. Das können strategische Ziele sein, das kann im Kontext der Lehre der Weg sein, Lehrqualität zu erhöhen. Und bei uns ist das, was eben auch mitspielt, Lehrqualifikation über Lehrinnovation zu vermitteln. Bis hierhin die angekündigten Perspektiven als schnelles Anteasen, die in verschiedene Richtungen laufen und die wir versucht haben, in der Idee, wie wir qualifizieren, zusammenzuführen. Die wesentliche Idee war die Frage bei diesem 70-20-10-Modell, wie kommen wir auf die 100%? Also wie schaffen wir es, eben einen Rahmen zu ziehen, der nicht nur diese 10% der formalen Weiterbildung fokussiert, sondern eben auch diese anderen 20% und 70% in der Entwicklung von Lehrkompetenz, in der Qualifizierung von Lehrenden mitzudenken und mit Formaten zu adressieren. Das hat für uns zu vier wesentlichen Ideen geführt. Das eine ist, dass wir sagen, Qualifizierung, die wir formal anbieten, hat primär den Impulscharakter. Das zweite ist, dass wir sagen, wir ermöglichen Lernen durch Netzwerke an jedem Punkt, in jedem Angebot, was wir haben. Das dritte ist, dass wir sagen, wir müssen an die konkreten Probleme und Rahmen finden, die Qualifizierung beinhalten, die aber konkrete Probleme in den Fächern bei den Lehrenden lösen. Und der vierte Ansatz ist, ich gehe die vier Punkte alle jetzt gleich noch mal im Detail durch, ist, dass für uns die Idee von Lehrprojekten einen herausgehobenen Fokus hat.
Qualifizierung als Impulse, was meine ich damit? Uns geht es darum, dass wir, dass der Großteil unseres Qualifizierungsangebots sehr niedrigschwellig, sehr angepasst an individuelle Lernpfade und an individuellen Berufsalltag ist. Ich habe ein Beispiel von einem Format, was wir Covid-bedingt gerade nicht durchführen können, davor aber gemacht haben und sobald wir wieder in Präsenz können, auch wieder durchführen werden. Das Format heißt Medien zum Frühstück. Das dauert 90 Minuten, findet immer um 8 Uhr morgens statt, beginnt mit einem 10- bis 15-minütigen Impuls, meist zu einem medialen Lehr-Lern-Setting, hat dann eine Hands-on-Phase und hat ein gemeinsames Frühstück mit allen Lehrenden, die da sind. Die Idee ist hier, dass man eine erste Idee von einem Bereich bekommt und ihn dann selber mit in die Fächer nehmen und da weiter testen kann und gleichzeitig, dass man dadurch, dass man um 9.30 Uhr fertig ist, keinen freien Tag für Weiterbildung braucht, sondern danach einen regulären Arbeitstag noch hinten dran hat. Ein zweites Beispiel ist, dass wir unseren Einstieg in Hochschuldidaktik als individuellen Online-Kurs anbieten, aus dem man sich einzelne Module ziehen kann und die ja wie bei Online-Kursen üblich dann machen kann, wenn es zur eigenen Zeitplanung passt. Der zweite Punkt ist Lernen durch Netzwerke. Netzwerken als fester Bestandteil aller Aktivitäten, die wir machen. Ich habe hier mehrere Faktoren. Ein zweiter Ansatz, um Netzwerke anzutreiben, sind Gewohnheiten. Das heißt, wir versuchen, tradierte Praktiken aus anderen Bereichen in den Bereich der Lehre zu übertragen. Ein wesentliches Moment bei uns ist die Idee, Lehrfonds aufzusetzen. Wir stecken sehr viel Zeit da rein, die zu finanzieren durch interne oder auch durch Drittmittel. Und der Weg zu den Lehrfonds ist einer, der genauso läuft wie Antragsverfahren in der Forschung, nur dann TU intern. Das heißt, wir holen die Lehrenden da ab, wo sie als Forschende stehen. Die schreiben ihre Anträge, die kriegen die Rückmeldung wie in Anträgen und die kriegen auch die Anerkennung, wie sie das beim Antrag schreiben haben und sind dann, wenn sie gefördert sind, eben in einer Community aus geförderten Projekten. Ein weiterer Punkt, Netzwerke zu treiben, sind Ähnlichkeiten, also die Kontaktaufnahme, weil man ein ähnliches Interesse hat. Wir haben innerhalb unseres Netzwerks ein Format etabliert, als Beispiel, das heißt, und was machst du so? Und hinter diesen Satz setzen wir dann immer ein Thema und laden dann zum Austausch dazu ein. Also zum Beispiel, was machst du so mit Virtual Reality? Das zieht Personen fachübergreifend an, die sich genau zu diesem Thema auseinandersetzen wollen, unabhängig ihres Erfahrungslevels dazu. Der nächste Punkt ist Nützlichkeit, Kontaktaufnahme wegen Informationsbeschaffung. Hier geht es uns darum, Wissenstransfer zu schaffen von Pionierinnen, die bestimmte Sachen schon ausprobiert haben. Das machen wir gerade digital. Ich habe Ihnen hier zwei Beispielthemen mal exemplarisch aufgeführt. Dem Ansatz des Netzwerken funktioniert gut beim Essen. Folgend machen wir das, wenn wir in Präsenz können, in der Mittagspause. Und dann haben wir ein kleines Mittagsbuffet und betonen da auch das Informelle, den informellen Austausch, der dann auch auf die anderen Faktoren einzahlt. Sympathie ist hier der Vollständigkeit halber genannt, wesentlicher Faktor, den man aber nicht wirklich triggern kann. Verpflichtung ist noch ein spannender Punkt, Anlässe zum Kontakt, die vorgegeben werden. Wir haben in unseren Berufungsvereinbarungen für alle neu berufenen Professuren die verpflichtende Teilnahme an unserem Professorenprogramm. Das ist ein zweijähriger Boarding-Prozess und darin inkludiert sind neun Weiterbildungstage, die alle neun didaktische Weiterbildungstage, die alle Neuberufenen machen müssen. Da ist wie bei allen anderen Verpflichtungen auch zum Start immer die Ablehnung und zum Ende hin eine Dankbarkeit, dass der Boarding-Prozess durchlaufen werden konnte, wenn ich das mal in kurz zusammenführe. Und der letzte Punkt, um Netzwerke zu schieben und Netzwerken zu schieben, ist die Statuserhöhung. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass die Arbeit in den Netzwerken auch sichtbar gemacht wird. Das heißt, wir produzieren in Lehrprojekten Lehrvideos, die Lehrenden vorstellen. Wir sind in enger Zusammenarbeit mit unserer Pressestelle dabei, dass möglichst viel über Lehre berichtet wird und dass die Berichterstattung über Lehre
nicht auf dem gleichen Level ist wie Forschung, aber dass es eine Sichtbarkeit gibt und dass es einen wirklichen Mehrwert auf dem Level gibt, sich an Netzwerken zu beteiligen. Ich springe in den dritten Punkt, gemeinsames Problem lösen, lösungsorientiertes Arbeiten an individuellen Problemlagen. Wir haben ein Setting, was wir Fachzirkel nennen, und da übernehmen wir nur die Organisation und stellen die als Service für die Lehrenden zur Verfügung. Und die können sich mit Problemen an uns wenden, die von einer einzelnen Lehrveranstaltung über die Fachebene bis hin zu hochschulweiten Problemlagen gehen können. Das kann sein, unsere Tutorinnen kommen nicht so gut mit den Erstsemesterstudierenden klar. Oder das kann sein, wir brauchen ein Orientierungsstudium für die ganze Universität, also alle Spielarten der Problemgröße. Und was wir dann tun, ist ein Prozess, der iterativ nach einem Auftakt mit der Gruppe der Betroffenen zusammen überlegt, was sind die nächsten Schritte. Und das können Impulse sein, die von außen geholt werden. Das kann einfach ein längerer Diskussions- oder auch ein Konfliktschlichtungsprozess sein. Das können aber genauso Qualifizierungsmaßnahmen, die dann zielgerichtet für diese Gruppe eingerichtet werden, sein. Immer mit der Idee, dass der Fachzirkel dann mit einem Ergebnis endet, mit dem die Auftraggeberinnen einverstanden sind. Das zahlt dann ganz stark auf diese 70% ein. Das ist also keine theoretische Diskussion, sondern versucht immer ganz konkrete Ziele zu lösen. Und der vierte Punkt, Lehrprojekte im Fokus, das ist der wesentliche Paradigmenwechsel, den wir bei uns durchgeführt haben. Wie gesagt, versuchen wir, so viel Geld wie möglich zu akquirieren, um verschiedene Fonds aufzusetzen, um Lehrprojekte zu ermöglichen. Wir versuchen das Ganze ganzheitlich, das heißt, wir begleiten nicht nur das Projekt, sondern wir versuchen von der Ideengenerierung bis zur Akzeptanz der Idee in den Fächern bis hin zur Projektbegleitung einen Rahmen zu bilden für die Projekte, der die Projekte begleitet, die Projektmitarbeiterinnen, sowohl in der individuellen Entwicklung, aber eben auch über eine Kohortenlogik als gemeinsame Gruppe, die sich untereinander austauscht, die sich gegenseitig in Lehrveranstaltungen besucht, die so ein Peer-to-Peer-Charakter hat. Und auch da versuchen wir über Öffentlichkeitsarbeit eine Sichtbarkeit für die Arbeit in den Projekten zu schaffen und gleichzeitig, wenn es unsere internen Gelder sind, auch eine Verbindlichkeit zur Teilnahme an diesen Rahmenprogrammen zu eröffnen. Das als Durchflug durch die vier Bereiche, unsere Learnings, und die tease ich nur ganz kurz an. Wie gesagt, wir versuchen Professionalisierung in einer Expertinnenorganisation wie einer Hochschule über individuelle Lernpfade auf der einen Seite zu ermöglichen und auf der anderen Seite aber über Netzwerke und externe Impulse, Inspiration für die Einzelnen und eben auch Lernübertrag zwischen den Einzelnen zu ermöglichen. Das dritte Learning ist, ohne Führung geht es nicht. Das heißt, um diesen Weg gehen zu können, braucht es aus unserer Perspektive die Hochschulleitung, die das Ganze ganz stark mit promotet, sowohl auf einer Kommunikationsebene als auch auf einer budgetären Ebene und die idealerweise auch so einen Walk-the-Talk-Ansatz hat und sagt, ich mache das selber, ich versuche selber Lehrprojekte umzusetzen, ich spreche über meine eigene Lehre und habe da nicht den präsidialen Top-Down-Ansatz, sondern die auch wirklich in den Rollenwechsel geht. Der vierte Punkt sind klare Rahmenbedingungen und unterstützende Infrastruktur schaffen. Unterstützende Infrastruktur sind eben die ganzen mediendidaktischen Mitarbeiterinnen, die diese ganze Begleit- und Beratungsstrukturen wesentlich machen. Das ist viel mehr Zeit als die eigentliche Zeit für Qualifizierungsformate und eben auch ganz klare Rahmenbedingungen, dass sie sagen, wenn sie das und das tun, dann ermöglichen wir ihnen das. Also diese Freiräume, die wir den Professuren geben über die Lehrfonds, die sind dann auch an Rahmenbedingungen geknüpft. Das ist meine letzte Folie, die zweite Learning-Folie. Ein wesentlicher Punkt ist, dass Forschung und Lehre in diesem Setting kein Widerspruch sind, dass wir sehr viel Erfahrung damit gemacht haben, dass gerade forschungsstarke Professuren in diese Logik der Lehrprojekte mit einsteigen und das auch als zum Beispiel Recruiting für ihren wissenschaftlichen Nachwuchs sehen. Das nächste Learning ist, dass nicht genug kommuniziert werden kann. Das heißt,
es reicht nicht, das irgendwie anzukündigen, sondern wir reden den ganzen Tag über das, was wir da tun, mit so vielen Personen wie nur irgend möglich. Vorhandene Anlässe nutzen und in Strukturen einbinden. Da geht es darum, dass das, was wir tun, keine Parallel-Track zu dem ist, was sonst in der Universität passiert, sondern dass wir versuchen, uns ganz tief in Bestehendes einzuschreiben. Das heißt, dass wir regelmäßig in Gremien gehen, von den Fakultätsgremien bis zum Senat und da berichten, dass wir aber gleichzeitig auch versuchen, in Berichtsprozesse zum Beispiel der Fakultäten mit reinzukommen, dass da Fragen gestellt werden, wie sieht die Beteiligung an Qualifizierungs-, an Netzwerkveranstaltungen und so weiter aus, dass wir das Professurenprogramm in die Berufungsvereinbarung mit eingeschrieben haben und so weiter. Nachhaltigkeit muss angelegt und unterstützt werden. Das Problem von Projekten ist immer, dass Projekte enden und die Idee, dass das, was dann in diesem halben Jahr oder Jahr in den Fächern entwickelt wird, dass das auch weiter trägt, ist eins, was wir versuchen von vorne an mit anzuschieben. Das heißt, es muss eine Akzeptanz in den, nicht nur bei der einzelnen lehrenden Person, sondern innerhalb des ganzen Faches geben, dass die Ideen weitergetragen werden. Und gleichzeitig braucht es auch dann Anreizsysteme und Freiräume, um das Ganze weiterentwickeln zu können. Sie wissen das, gerade im digitalen Bereich ist es dann nicht, damit nicht getan, einen Online-Kurs aufzusetzen, sondern der braucht kontinuierliche Pflege und das braucht Zeit und dafür braucht es die Möglichkeiten. Und ganz zum Schluss, Wirksamkeit prüfen. Ich habe gesagt, bei uns ist das ein Work in Progress, das heißt, wir evaluieren uns regelmäßig extern und für die Lehrenden ist es auch extrem wichtig zu gucken, was passiert, wenn ich hier Switches in Lehrkonzeption mache, funktioniert das überhaupt und da dann auch Evaluationsmöglichkeiten abseits der eigentlichen Lehrevaluation anzubieten und damit dann auch für Akzeptanz von neuen Lehrkonzepten zu sorgen.